Hallo zusammen. Ihr habt sicherlich schon einmal von einem mysteriösen Ort namens Bermuda-Dreieck gehört. Man sagt, dass weder ein Schiff noch ein Flugzeug eine Chance hätte, es aus diesem Seegebiet, das etwa zwischen Florida, Puerto Rico und Bermuda liegt, wieder herauszuschaffen. Seit den 1950er Jahren. Okay, das wäre geklärt. Aber wenn man das Verschwinden der USS Cyclops logisch erklären kann, wieso gilt das Bermuda-Dreieck seitdem als ein mysteriöser Ort? Damit ist eine weitere Geschichte verbunden. Sie trug sich 1945 zu. An einem sonnigen Tag sind von einer Flugzeugbasis in Florida fünf amerikanische Torpedobomber zu einem routinemäßigen Trainingsflug aufgebrochen. Irgendwann sind alle fünf Maschinen mit 14 Besatzungsmitgliedern vom sogenannten Flight 19 Radar verschwunden. Man schickte ein Flugboot vom Typ Martin PBM-5, an dessen Bord sich 13 Experten befanden, auf die Suche nach ihnen. Und was glaubt ihr, was passiert ist? Das Flugboot wurde ebenfalls vermisst. Man fand weder Seine Recherche enthielt so viele Rätsel, dass sie den Anstoß zur Entstehung von ganz verrückten Theorien gab. Man sprach von einer dritten Dimension, von einer Entführung durch Außerirdische, von einem Meeresungeheuer, kurzum, von allem Möglichen. Aber uns ist doch klar, dass die Wahrheit nur derjenige kennen könnte, der dort lebend herausgekommen ist. Bis vor kurzem dachte man, dass es solche Leute gar nicht gibt. Doch es fand sich ein Pilot, der es nach einer Reihe komischer Ereignisse aus dem Bermuda-Dreieck lebend herausgeschafft hat. Er heißt Bruce Gernon und hat der Welt die lang ersehnte Wahrheit über diesen rätselhaften Ort erzählt. Es geschah im Dezember 1970. Laut Bruce wäre er samt seinem Vater und dessen Geschäftspartner von den Bahamas in Richtung Miami Beach im US-Bundesstaat Florida gestartet. Sobald die Reiseflughöhe erreicht wurde, tauchte am Horizont eine sonderbare halbrunde Wolke auf. Es wäre vermutlich klüger gewesen, diese zu umfliegen, doch er hat nicht schnell genug reagiert und die Maschine ist mitten in die Wolke hineingeflogen. Dann begann das Interessanteste. Wie sich der Pilot später erinnerte, ist es ringsherum plötzlich dunkel geworden. Ab und zu gab es kurze Blitze. Man hätte denken können, dass es Elms Feuer wären, bei dem es sich um eine seltene, durch elektrische Ladung hervorgerufene Lichterscheinung handelt, die beispielsweise im Vorfeld eines Gewitters zu beobachten ist. Doch Seeleute und Piloten wissen aus Erfahrung ganz genau, wie dieses Phänomen aussieht. Und laut Bruce war es in diesem Fall etwas ganz anderes. Nachdem der Pilot sich wieder gefasst hat, fiel ihm im Dunkeln ein leuchtender Tunnel auf und er schaffte es, wie durch ein Wunder hineinzufliegen. Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Der Augenzeuge berichtet, dass sich um die Maschine herum, als sie durch die schmale Schneise flog, merkwürdige Linien gebildet haben, die sich gegen den Uhrzeigersinn drehten. Trotz der ganzen Teufelei um ihn herum, bemühte sich Bruce mit aller Kraft, sich darauf zu konzentrieren, aus dem Tunnel herauszukommen. Er hat die dafür erforderliche Zeit abgeschätzt und kam auf ca. 3 Minuten. Doch da fing auch die Maschine an, sich komisch zu verhalten. Sie überwand die verbliebene Strecke in 20 Sekunden. Das Happy End schien zum Greifen nah, aber nichts da. Am Ende des Tunnels sahen Bruce und seine Begleiter keinen blauen Himmel, sondern dichten Nebel. Die Sichtweite betrug höchstens 2 Meilen. Das heißt, man konnte weder das Meer, noch den Horizont, noch den Himmel sehen. Die Passagiere spürten plötzlich so etwas wie Schwerelosigkeit. Alle Navigationsgeräte sind ausgefallen. Die Kompassnadel drehte sich wie verrückt im Kreis. Es herrschte also ein komplettes Chaos. Obwohl Bruce völlig verwirrt war, hatte er es irgendwie fertiggebracht, sich mit den Bodendiensten in Verbindung zu setzen, um seine Koordinaten anzufordern. Woraufhin ein Fluglotse ihm antwortete, dass er auf dem Radar nicht zu sehen sei. Die Maschine tauchte auf dem Radar erst später auf, nachdem der Nebel sich zerstreut hat. Es stellte sich heraus, dass das Flugzeug in dieser Zeit eine doppelt so lange Strecke zurückgelegt hat als geplant und sich bereits in unmittelbarer Nähe zu Florida befand. Das heißt, in 3 Minuten überwand die Maschine etwa 150 Kilometer. Sie flog also mit einer Geschwindigkeit von rund 3000 km/h. Demnach soll die Maschine schneller unterwegs gewesen sein als ein modernes überschallfähiges Jagdflugzeug der 5. Generation. Die ganze Distanz legte Bruce und sein Begleiter in 47 Minuten zurück, wobei sie diese Route vorher dutzende Male geflogen sind. Die Geräte spinnen wahrscheinlich, dachte sich Gernon. Am Boden angekommen, beschloss der Pilot, nach dem verbliebenen Kraftstoff zu schauen, um seine Vermutung zu überprüfen. Er stellte fest, dass im Tank viel mehr Kraftstoff übrig geblieben ist, als es nach einem solchen Flug sein sollte. Das hat den ohnehin irritierten Piloten vollends verblüfft. Er fragte sich, wie es passieren konnte und was es überhaupt war. Allem Anschein nach lag es an den wirbelartigen Instabilitätserscheinungen. Wissenschaftler sind der Meinung, dass sie die Ursache für eine solche abnormal schnelle Zurücklegung von Distanzen sein könnten. Das bestätigt auch Gernons Schilderung des Vorfalls. Derartige Wirbel lassen in der Regel Ströme sehr dünner Luft entstehen, die eine Art Trichter bilden. Und indem sie eine Höhe von über 10 Kilometer erreichen, stellen sie sowohl für die Seeschiffe als auch für die Flugzeuge eine Gefahr dar. Gernon selbst nannte dieses Phänomen elektrischer Nebel. Das mit der komischen Naturerscheinung scheint klar zu sein. Aber wie lässt sich Gernons mysteriöse Zeitreise erklären? Möglicherweise war dafür ein Phänomen namens Raumkrümmung verantwortlich.
verantwortlich. Wie es funktioniert, erklärt Meteorologe David Pearce. Er versieht die beiden Enden eines imaginären Blatt Papiers mit jeweils einem Punkt. Punkt A steht für Abfahrtsort und B für Bestimmungsort. Wir sehen, dass dazwischen eine gewisse Distanz liegt. Nun faltet der Wissenschaftler den virtuellen Bogen zusammen, um zu zeigen, wie die Raumkrümmung funktioniert. Vielleicht war sie der Grund, warum Gernon dermaßen schnell unterwegs war. Und das komische Verhalten der Navigationsgeräte wurde wahrscheinlich durch ionisierte Luft verursacht, die durch elektrische Entladung bei Gewitter entsteht. Es gibt aber auch eine andere Erklärung dafür. Das Bermuda-Dreieck ist neben dem japanischen Teufelsmeer ein Gebiet, wo geografisch Nord und magnetisch Nord zusammenfallen. Genau das könnte der Grund gewesen sein, warum Gernons Kompass verrückt gespielt hat. Das oben Gesagte erklärt sicherlich einiges, aber längst nicht alles. Wieso entstehen diese komischen Wirbel? Ist es ein Zyklon, eine riesige Welle oder ein komplett selbstständiges Phänomen? An dieser Stelle müssen wir uns einem weiteren wissenschaftlichen Begriff zuwenden, nämlich der sogenannten dunklen Energie. Vielleicht war sie es, die an den Tag Gernons Maschine begegnet ist und sie erstaunliche Abenteuer durchmachen ließ. Dunkle Energie ist ein hypothetischer Begriff, der von Wissenschaftlern eingeführt wurde, um die beschleunigte Ausdehnung des Universums zu erklären. Viele Forscher sind sich sicher, dass sie existiert, aber sie wissen noch nicht, was sie ist. Herauszufinden, um was genau es sich dabei handelt, ist eine der wichtigsten Aufgaben der modernen Kosmologie. Warum hat man so gut wie keine Wrackteile der in diesem Teil des Atlantik verschwundenen Schiffe und Flugzeuge gefunden? Es ist bekannt, dass das Bermuda-Dreieck eines der tiefsten Seebecken der Welt ist. Größtenteils ist es fast 6000 Meter tief und erreicht an manchen Stellen eine Tiefe von bis zu 8000 Metern. Und übrigens, nicht nur Luftwirbel, sondern auch ganz starke Unterwasserströmungen und Riffe stellen für die Schiffe an diesem Ort eine Gefahr dar. Hinzu kommen auch riesige Wellen, die dort manchmal durch den Einfluss des Golfstroms entstehen. Die ganze Geschichte lässt viel Raum für Fantasie, Übertreibung und Mythen, nicht wahr? Die Wissenschaftler sind sich in Bezug auf die wahre Natur dieses Phänomens immer noch nicht einig. Doch eines lässt sich heute mit Sicherheit sagen. Mit dem Verschwinden zahlreicher Schiffe und Flugzeuge haben weder außerirdische Monster noch irgendwelche Tiefseeungeheuer irgendetwas zu tun. Das berüchtigte Bermuda-Dreieck gehört in Wirklichkeit zu einem der meistbefahrensten Seegebiete der Welt. Es wird täglich von hunderten Schiffen durchkreuzt, wobei die Anzahl von Transportunfällen verschwindend gering ist. Sich über die Unglücke an diesem Ort zu wundern, ist laut Wissenschaftlern etwa dasselbe, wie man sich über die Anzahl der Verkehrsunfälle wundern würde, die sich auf einer verkehrsintensiven Straße in einer Großstadt ereignen. Doch wenn ihr uns fragt, ob das Bermuda-Dreieck ein besonderer Ort sei, würden wir die Frage mit Ja beantworten. Denn dort treffen tatsächlich mehrere naturbedingte Faktoren zusammen, die unter gewissen Umständen die Unfallgefahr erhöhen könnten. Heißt es, dass jedes Flugzeug und jedes Schiff, das in dieser Region unterwegs ist, garantiert verunglücken würde? Selbstverständlich nicht. Es gilt nicht einmal für jedes Zehnte oder jedes Hundertste. Aus Erfahrung wissen wir, dass die Menschen sich gerne an außergewöhnlichen Geschichten festklammern und sie ad absurdum führen, indem sie sich immer und immer wieder neue Theorien ausdenken. Es liegt nun mal in der Natur des Menschen, aber man sollte sich auf keinen Fall derartige Gruselmärchen sehr zu Herzen nehmen. Die meisten davon zerplatzen wie eine Seifenblase, sobald man sie mit einem wissenschaftlich begründeten Argument konfrontiert. Psst, Leute! Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Seid ihr gedanklich schon in Zukunft? Steht ihr auf große Maschinen und könnt euch euer Leben ohne Roboter nicht vorstellen? Dann schaut auf TechZone vorbei. Dort findet ihr jede Menge davon. Der Link ist in der Beschreibung. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausgezeichnet!